Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute spielen wir Winter Express, den neuen Modus mit dem Wraith Prestige Skin Level 3 natürlich, ganz klar. Kann ja auch gar nicht anders sein. Und ich möchte nicht zu viel weg von der... Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich sag mal so, 4000 Schaden im Winter Express, ja, das ist easy machbar. Zählt halt leider nicht als Badge. Aber okay, egal. Let's go. Ah, ich mag den Drop nicht. Ich mag den Drop nicht. Das ist so ziemlich der schlimmste Drop. Aber wenn wir... Nee, dort ist der Geiste. Der Geiste-Spot. Ich habe vergessen, Zweierscope auszuwählen. Ey, ich bin so blöd, ne? Oh, das ist blöd. Hi, Gibi, na, alles klar bei dir? Ich glaube, ich bin wirklich vom Bossboten. Egal. Leute. Ja. Ah ja. Ich bin mal raus, ne? Tschüss. Alter, der hat mir Hits gedrückt, ne? Krass. Okay, Assist bekommen. Passt. Zug ist umkämpft, alles easy. Da oben ist jemand. Oh, da droppt jemand runter. Okay. Ah, ein Zweierscope würde mir extrem helfen, ne? Nice, danke für den Kill. Auch wenn ich ihn dreist abgestaubt habe. Okay. Aber der Fusey ist am Razeln, Alter. Geil. Oh. Nice. Good job. Einer lebt noch irgendwo. Aber wir haben's. Let's go! Woohoo! So, und wo ist der Letzte? Er muss irgendwo chillen, ne? Hä? Okay, keine Ahnung. Egal. So. Problem ist, ich bin nicht gestorben, was heißt... Dacht's mir doch. Ich kann mein Loadout nicht wechseln. Egal. Wir müssen gleich mal hier weiter. Bisschen uns voranpreschen. Zack, zack. Und zack. Let's go. Da oben hin. Sehr gut. So, wo landen die denn alle? Oh, da geht einer am Zug. Oh, Aim ist da. Die landen alle da unten, okay. Ja. Oh, Triple Take würde ich nicht machen. Sag ich dir, wie es ist. Problem ist, es ist ein Pathfinder, genau. Der es nicht geschafft hat. Okay. Ja, geile Nate, aber ihr kommt da nicht hoch, vergiss es. Ey, ich dominiere gerade ein bisschen, aber ich kriege ja keinen genockt, ne? Aber egal, dann können sich die dabei um den Zug kümmern. Alles easy. Ja. Nice, du bist down. So, hallo? Von wo denn? Ah, da ist noch einer. Ey, die campen alle zu dritt da unten. Was ist denn los mit euch? Oh, die wäre geil. Die wäre nice. Nicht umdrehen. Sie hat das umgedreht. Shit. Digga, hör doch mal auf jetzt. Alter. Nervt ein bisschen, ne? Ja, nice try. Nice try. Aber du solltest dich lieber um den Zug kümmern. Ey, es reicht jetzt, ne? Digga, hör doch mal auf mit deiner Triple Take! Meine Güte. Oh, ich bin tot. Ja. War klar, dass der Blatter mich jetzt holen wird. Egal. Sag ich ehrlich, egal. Egal, wie viel Damage ich hab. Let's go. Ja, komm. Sollen sie es holen? Alles easy. Ich wollte sowieso meinen Loadout wechseln. Ist einer aus unserem Team? Ja, natürlich. Da bin ich gespannt, ob er es schafft. Stark. Ich meine, keiner hat den Zug bekommen, aber das passt. Das passt. Das ist okay. Also... Ich möchte den Bloodhound bei mir am Team nichts unterstellen, ne? Ah, ne. Hä?
Nee. Ach, das war einer vom anderen Team. Ach, das war gar nicht unser Bloodhound. Oh. Ich möchte ihm trotzdem nichts unterstellen, aber... Ich weiß ja nicht. Level 14 und so zu spielen, ist sehr crazy. Also wenn du mit 14, Level 14 so spielen kannst, also ich verstehe halt nicht, warum man den Modus smurft, ne? Das macht halt wirklich gar keinen Sinn. Das ist halt mega... Ja, ja. Ey, du mit deiner Triple Take, ne? Nice, mate. So. Weg mit dir. Irgendwo da ist da schon wieder ein paar Feiner. Ah, da unten. Da unten, da unten, da unten. Push mir hinterher. Okay, ich bin weg. Ich bin raus. Kurz mal Position ändern. Ganz entspannt. So, zack, meine Mates sind schon draufgegangen. Super. Klasse. Lass sie einfach mal gegenseitig fighten. Das passt schon. Warum spielen denn alle Triple Take? So, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. So, du bist raus. Was? Ach so, mittleres K, ne? Middle K, Middle K. Middle K. Ist da noch jemand drin? Ah ja. Ey, das ist halt so ein Smurf. Ich verstehe nicht, warum smurft man in dem Modus. Jetzt mal Retalk, ne? Ich werde es nicht verstehen. Warum smurft man in einem LTM, vor allem dann noch Winter Express? Warum tut man sowas? Ey, Digga, was soll denn das? Was soll das? Bist du irgendwie... Nee, das gibt nur Report. Da kenne ich nichts. Da kenne ich nichts. Das macht halt gar keinen Sinn. Ey, also, warum? Warum macht man sowas? Kein Level 14 hat so krankes Movement. Tut mir leid. Tut mir leid. Also, sorry, aber nee. Oh, jetzt kann ich hier meinen Loadout nicht ändern. Ah, oh, ich hasse das. Okay, egal. Egal. Ey, also wirklich. Der Bloodhound regt mich am allermeisten auf. Der Tap strafe wie jemand, der strafe wie jemand, der gefühlt schon 20.000 Stunden in dem Game hat. Das ist nicht normal. Das ist einfach echt nicht okay. Fühle ich gar nicht. So. Bam. Dann renn mal. Deine Catalyst hier. Ja, ist egal. Ich misch mich nicht ein. So. Ey, der Bloodhound geht jetzt drauf, ne? Der Bloodhound geht jetzt drauf. Warum springen denn meine Mates einfach rein? Ach, Leute. Was ist denn los mit euch? Ihr könnt doch nicht einfach da reinspringen. Bro, ich kann dir helfen, aber nicht so viel, ne? Okay. Sehr gut. Sehr gut. Okay, nice. Sehr stark. Ah, hier oben ist gerade God Position, ne? Geil. Hi, ich bin über dir. Nice. Oh oh, oh oh. Oh, Digga, Catalyst. Hätte mich auch gewundert. Ah ja. Digga. Ja, der ist unserer. Der ist unserer. Der ist unserer, Baby. Let's go! Okay, Overtime, egal. Aber, Digga, ich mache hier gerade richtig insane viele Kills. Das ist unfassbar. Wie viel Damage habe ich? Als ob! Okay. Wer spawnt jetzt hier?
Ich glaube, das andere Team spawnt hier, ne? Okay, das ist ein Problem. Wobei, ich kann die gleich killen, ne? Das ist geil. Ey, der Bloodhound regt mich so auf, ne? You cannot imagine. Ciao. Ja. Tschaußen. Wenn der Bloodhound mir jetzt hinterher springt, dann flipp ich aus. Ey, Leute, wir können hier gerade insane viel Damage machen, ne? Digga. Absolut geil. Oh. Let's go. 20 Bomb in Winter Express? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Haha, das ist so krank. So, die fighten da unten irgendwo, ne? Alter, geil. Ja. So, mein Lieblings-Bloodhound. Mein Buddy. Buddy, du solltest dich vielleicht heilen, ne? Wollt's bloß mal gesagt haben. So, das Ding ist, wir müssen halt jetzt das andere Team ein bisschen gewinnen lassen, ne? 4k Damage. Ja, halt doch dein Maul. Wir müssen das andere Team halt jetzt gewinnen lassen, weil... Dann, dann dingsen wir, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ne, wisst ihr nicht, aber egal. Ah, egal, passt schon. So, okay. Das heißt, also, ich darf meinem Mate jetzt nicht zu viel helfen, actually. Das ist, okay, nicht mein Mate. Alles gut. Oh, mein Lieblingsblatthorn, ne? Ja, mein Lieblingsblatthorn. Du darfst gern sterben. Der, bei ihm ist es mir egal, der darf ruhig drauf gehen, weil der regt mich auf. Der Kerl regt mich einfach auf. Nein. Okay, ich werde jetzt meinem Team nicht helfen, aus taktischen Gründen. Ist ein bisschen asozial, gebe ich zu. Ja, aber die anderen müssen jetzt eine Runde holen, weil sonst habe ich dann, oh Gott. Sonst habe ich da ein kleines Problemchen. Ich hätte nämlich schon gerne noch ein paar Kills. Hey! Beziehungsweise nicht Kills, sondern Damage. Okay, ist sinnvoll, da runter zu springen. Digga, ich dachte gerade kurz. Oh, hallo! Willst du mich pushen? Ne, okay, er traut sich nicht. Besser so. Ah, 5k Damage sind schon drin. So, raus. Damage. Okay. Ey, die mit ihrer Triple Take, ne? Die nervt mich ein bisschen. Das Problem. Okay. Aber jetzt ist es natürlich problematisch, weil die dürfen halt nicht nochmal den Train Capture, ne? Die dürfen das nicht gewinnen. Okay. Und das ist natürlich der Bloodhound, ne? Natürlich ist es der Bloodhound. Okay, das heißt aber, der Gibi gehört zum anderen Team. Das ist gut zu wissen. Alright. Ja. Das heißt aber auch, der Gibi müsste noch irgendwo leben, ne? Okay. Also der Gibi-Squad dürfte den Train jetzt capturen. Aber nicht der Bloodhound-Squad. Ganz wichtig. Aber da die jetzt schon auf dem Train sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie halt von allen Seiten gepusht werden, ne? Also das ist eigentlich ganz gut. Okay, mal kurz gucken. Oh, 4700 Damage, let's go. So, wir müssen jetzt bisschen offensiver spielen, ne? Ja. Devotion. Devotion, Digga. Devotion, sag ich dazu noch. So. Nein. Das ist jetzt ganz schlecht, weil
Das heißt, mein Team muss es selbst managen und das andere Team. Ich habe nichts dagegen, wenn das andere Team es gewinnt, aber das ist jetzt wirklich ein Problem, weil irgendwie habe ich nicht so viel Hoffnung in die zwei. Aber die können mich ja überraschen. Zeigt mal ja, was ihr so könnt. Oh, okay, vielleicht. Klar, aber sowas von klar. Ja, schade. GG, 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 GG. Wir hatten 4874 Damage. Ja. Und das Ding ist, wären die anderen aus dem Gibby-Team nicht gelieft, wäre die Chance halt da gewesen, dass wir das gewinnen. Aber jetzt, da wir nur noch zu, also Team versus Team waren und die auf dem Zug waren, ich dachte halt, die wären full. Das wäre ein Full-Squad, weil dann wären die auf dem Zug gelandet, wir hätten dann abgestaubt und hätten wir den Zug gehabt. Aber da die gelieft sind, was ich auch nicht verstehe, warum lief man im Winter-Express? Kapiere ich nicht. Ja, war das halt nicht machbar. Und der Blatter hat mich halt mit seiner Devotion so weggebeamt, ne? Absolut lächerlich. Naja, egal. Leute, 4874 Damage. 15 Kills. Das kann sich sehen lassen, aber sowas von. Geiles Ding. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst unbedingt eine positive Bewertung. Da würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Und ciao.